So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Samstag. Willkommen im Wochenende, immer noch oder schon wieder. Willkommen auf der Ishimura, noch willkommen beim Finale von Dead Space, dem Remake. Hallo und herzlich willkommen, Geisterfuchs und Jorinde. Schön, dass ihr schon reinschaut. Seid ihr auch schon aufgeregt? Heute beenden wir es. Bei mir auch, aber der Musiksoundtrack ist gerade zu Ende gewesen. Und wenn ich das abpassen kann, wenn ich das nicht verpasse, dann springe ich da gerne rein. Habe ich tatsächlich schon häufiger gemacht, dass ich dann sogar 1-2 Minuten früher angefangen habe, wenn dann der nächste Musiksoundtrack drüber gehen will. Manchmal verpasse ich das, dann denke ich mir, okay, dann fangen wir ein bisschen später an. Manchmal denke ich mir, nee. Ich mache jetzt mittendrin das Mikrofon an. Aber ja, deswegen ist es immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Aber ich bin gespannt. Wir beenden es heute. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Wir haben nur noch ein Kapitel vor uns. Wir müssen noch eine Seitenquest machen. Das ist so das Einzige, was mir noch in die Suppe spucken könnte. Die Seitenquest, weil ich keine Ahnung habe, wie viel da noch zu machen ist. Ich tippe mal Kapitel 12, das letzte Kapitel. Ich rechne mal mit so 2 Stunden. Rechnen wir mal eine halbe Stunde Seitenquest, dann wären wir wahrscheinlich so gegen 23.30 Uhr fertig. Ich weiß es nicht genau. Sehr ausgeklügelt. Es ist immer sehr ausgeklügelt. Ich habe ja immer einen absoluten Plan. Es sieht nicht immer danach aus. Ich wirke meistens sehr chaotisch, aber ich habe eigentlich immer einen Plan, weil ich mir das immer im Kopf vorher zurechtlege. Ich habe ja tatsächlich immer einen Plan, wenn ich online gehe. Also wenn ich anfange zu streamen. Ich habe einen Plan, was ich ungefähr erreichen will. Ich habe einen Plan, wo ich ungefähr hin will. Wenn ich das Spiel einigermaßen kenne, dann gibt es meistens einen Punkt, an den ich hin will, um einen Cliffhanger zu machen oder so. Und ja, ich würde dich auch kaum für einen Overthinker halten. Bestimmt nicht. Nein, ist mir bewusst. Aber ich bin froh, dass ich nicht so rüberkomme. Also es wäre mir auch total peinlich, wenn das offensichtlich wäre, dass ich einer bin. Ich meine, also jetzt mal unter uns. Also so einfach mal unter uns, ja. Also so ganz geheim, ohne dass irgendjemand da draußen im Internet zuhört. Hin und wieder habe ich die Tendenz, Sachen zu zerdenken. Aber verratet das nicht weiter. So. Gut, wir haben alles eingestellt. Sound ist an, glaube ich. Wahrscheinlich wird es mir jetzt gleich wieder die Ohren wegblasen. Deswegen gehe ich schon mal für mich ein bisschen runter von der Lautstärke. Wenn es bei euch, ihr kennt es, wenn es bei euch zu laut, zu leise sein sollte, dann gebt einfach Bescheid. Es merkt doch keiner. Es ist sehr gut. Das beruhigt mich, Jorinde. Aber verrat's auch bitte niemandem weiter. Ja? Zum Glück bin ich nicht Pinocchio. Moment. Wenn wir jetzt auf der Schiene weitergehen, dann bist du Pinocchio. Was ich jetzt tatsächlich nicht gedacht hätte. Ich hatte gedacht, du bist Oma Wetterwachs. Also irgendwas stimmt da nicht, oder? Oder... Habe ich mich selbst jetzt in der ganzen Logik da so ein bisschen verloren? So. Okay, also. Seitenqueste. Wir haben diesen Rick, den wir noch finden müssen. Das haben wir getrackt. Ich wollte nur sagen, dass meine Nase nicht wächst, wenn ich lüge. Ach so. Ja, das ist ja langweilig dann. Das ist ja langweilig. Übrigens, es kommt ja auch, und das werde ich garantiert streamen, es kommt ein Souls-like raus, habe ich garantiert schon erzählt. Es heißt The Lies of Pi. Also, Moment. Ich schreibe das mal gerade. The Lies of... Ich glaube, ganz so wird es geschrieben. Und es ist tatsächlich genau das, wonach es klingt. Der Hauptcharakter ist Pinocchio. Es ist ein Souls-like. Es ist eine Steampunk
Souls-like-Version von Pinocchio anscheinend. Ich habe keine Ahnung, wie nah es an der Pinocchio-Geschichte dran ist, aber das werden wir auf jeden Fall spielen. Ich habe da so Bock drauf. Also da freue ich mich auch richtig drauf. Das sieht nämlich auch wirklich gut und abgefahren aus. Klingt schon mal bäh. Es tut mir leid, Geisterfuchs, da wirst du durch. Also du musst da nicht durch. Ich freue mich, wenn du da bist. Du musst nicht durch. Ich kann es vollkommen verstehen, wenn du nicht zugucken willst. Das ist vollkommen okay. Absolut okay. Ich freue mich, wenn du da bist. Oh, und guten Abend, Berserker TV bzw. Chris. Willkommen im Samstag, willkommen im Wochenende. Willkommen beim Finale von Dead Space Remake. Zumindest hoffe ich das. Wir haben nur noch ein Kapitel vor uns und eine Seitenquest. Klingt doch episch. Ich finde auch, das klingt episch. Also wenn du das Pinocchio-Spiel meinst. Ich hoffe, dir geht's gut, Chris. Und es läuft gut mit deiner... du hast ja ein bisschen Streampause gerade gemacht oder bist immer noch dabei. Ich hoffe, da läuft's gut. Und dass du auch bald wieder streamen kannst. Pinocchio ist eine der Märchengestalten, die ich nie leiden mag. Ich bin jetzt auch kein Pinocchio-Freund, aber ich finde Lies of Pi klingt super und das, was ich bisher gesehen habe, auch vom Gameplay her, sah auch richtig gut aus. Zuerst werden wir aber, glaube ich, Thymesia machen und Steel Rising. Und was ich gestern vorbestellt habe, da konnte ich nicht anders, ist Armored Core 6. Das könnte sogar eher die Sache von Geisterfuchs sein. Es ist kein Souls-like. Es ist von From Software. Es ist ein Mech-Spiel. Wer weiß, ob das vielleicht sogar für Geisterfuchs interessant, zumindest zum Zugucken sein könnte. Übrigens heißt das Spiel Lies of Pi und... Oh. Ja, wenn man das The ins Team eingibt, find, ja, so genau weiß ich das auch nicht mehr auswendig. Jetzt ist ja das neue Star Wars Dark Souls auch draußen. Achso, ja, stimmt. Das hatte ich auch überlegt zu streamen, aber ich glaube, das spiele ich lieber solo. Weil ich glaube, ganz das streamt auch gerade jeder. Ich will niemanden spoilen. Ich will auch nicht immer eine Woche, glaube ich, ganz warten, bis ich dann wieder weiterspielen kann. Ich glaube, das spiele ich einfach mal solo. Und ich glaube, da mache ich lieber irgendwann mal einen separaten Stream über Jedi Knight Fallen Order. Also das erste, das mir auch ziemlich gut gefallen hat. Und dann spielen wir das vielleicht mal durch, vielleicht sogar auf der höchsten Schwierigkeitsstufe oder so, weil das ist eigentlich auch ganz cool. Das war auch nett. Ich mag die Pinocchio-Geschichte auch nicht, aber Steampunk-Pinocchio klingt... Ich finde auch, also Steampunk macht halt alles besser, ne? Ich meine, stell dir mal Steampunk-Frau Holle vor. Das ist was, Steampunk-Frau Holle. Mir geht's gut. Hoffe dir auch. Mir auch. Langes Wochenende. Ich hoffe, du hast auch ein langes Wochenende, weil langes Wochenende, also ich hab's gebraucht nach der Woche. Kommt drauf an, wie Armored Core Paste ist. Ich mag keine Mech-Spiele, wo die Dinger Geschwindigkeit haben. Mechs müssen behäbig und taktisch sein, nicht Action. Es ist Action, aber also es gibt unterschiedliche Armored Core-Teile. Es gibt einige, die wohl sehr, sehr langsam und schwerfällig sind. Also ein paar, also es gibt ja mittlerweile 5 Teile, also Armored Core 1 bis 5. Und ich glaube, ganz alle Armored Core-Teile bis auf Armored Core 4 waren relativ langsam. Da waren die Mechs wohl meistens relativ schwerfällig. Es kommt aber auch drauf an, wie man den Mech zusammenbaut, weil du kannst ihn halt so ein bisschen customizen. Armored Core 4 scheint sehr, sehr schnell gewesen zu sein, aber Armored Core 6 scheint nicht in die Richtung zu gehen, wenn ich das richtig gehört habe von Vatividia. Der hat da ein Video dazu gemacht, das habe ich mir schon angeguckt. Also das Ding ist, es gibt halt eine Art Booster wahrscheinlich und sie können kurzfristig wohl schnell sein. Ich persönlich finde das okay, weil das klingt so, als ob das tatsächlich durchaus dem Ganzen mehr Impact, also mehr Wucht geben könnte mit so einer Art Booster. Also ich finde, das sieht ziemlich cool aus, aber halt relativ, also ich glaube, ganz ist es nicht total super flott, aber auch nicht total langsam wie Armored Core 1 bis 3, glaube ich. Frau Holle ist eh die Beste. Ich dachte es mir, dass du Frau Holle magst. Ja, hab auch frei zum Glück und Bachelorarbeit hat vor ein paar Tagen begonnen, geht auch voran so, Das ist gut. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es gut läuft und dass alles gut funktioniert und ja, du das auch gut abschließen kannst. Aber deswegen, es könnte sein, dass wir Armored Core 6 im Stream ausspielen. Ich weiß es nicht. Ich konnte nicht anders, ich musste es vorbestellen. Ich habe mittlerweile absolutes Vertrauen in From Software. Ich bin gespannt, wann das enttäuscht wird, aber es ist ja eigentlich nicht mein Genre, Armored Core 6. Aber es könnte trotzdem cool sein.
bin halt der Battletech-Mech-Fan, nicht der Anime-Gundam-Mecker-Mensch. Anime-Meckers sind mir meistens zu flashig. Ich glaube ganz, also sagen Sie es so, ich kann das natürlich nicht sagen. Es wirkt auf mich jetzt nicht wie die Pacific Rim-Mechs, aber auch nicht wie die Pacific Rim 2 Mechs. Also ich glaube ganz, es ist so ein Mittelding. Weil ich glaube schon, dass die Mechs in Armored Core Wucht haben, glaube ich. Mochte die Frontmission-Reihe auch immer sehr. Welche Frontmission-Reihe? So, aber in der Zwischenzeit, wir haben ja ein bisschen was vor uns und ich habe Angst, dass wir es sonst nicht schaffen. Ich gehe einfach schon mal in Richtung von diesem Rick und können wir uns ja weiter unterhalten währenddessen. Weil wir haben noch eine Seitenqueste vor uns, bevor wir von der Ishimura runter können. Ja, und wieso ist da hier kein Saft drauf? Ja, was soll das? Gundam Tactic RPG von Square. Ah, okay, das kenne ich gar nicht. Das sagt mir gar nichts. Okay, also ich muss da rein. Nein. Ja, die Kamera, die Map ist jetzt auch nicht so die beste. Ich will ja Navi. Ah, hier. Okay, ich will da hin. Müssen wir von da hinten irgendwie. Nee. Krass, 1 und war ein NES, 3 war PS1 und 4 PS. Okay, also doch schon recht alt. Ist das hier ein Aufzug? Das ist ein Aufzug, ne? Das ist ein Aufzug. Wie komme ich denn hier? Change Floor. Na, ja, okay. Nein, so. So. Ja, wir müssen da runter. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Ich glaube, wir müssen da runter. Ja, wir müssen da runter. Okay, also müssen wir dann wahrscheinlich doch hier lang. Genau, und die haben für die Switch die SNES-Eile angekündigt. Kam in Europa, glaube ich, nie raus. Oh, okay. Wo, also ganz ehrlich, schon allein, also ich habe mein... Also ich spiele ja nicht viel Switch. Ich mag die Switch, aber ich habe diesen Kauf nicht bereut, schon allein wegen den ganzen alten Spielen, die sie rausbringen. Das ist halt schon fantastisch. Diese ganzen alten Spiele, gerade SNES. Ich habe ja nie in SNES gehabt und das kann ich jetzt alles nachholen. Und das ist halt schon sehr schön. Das ist halt schon super. Er freut mich immer wieder. Ah, ich müsste auch mal endlich Ocarina of Time weiterspielen. Map. Geht's da lang? Speichern wir mal. Ich sehe es kommen, ich sehe es kommen. Ich habe vorhin ja vorgerechnet, wenn wir 2 Stunden für Kapitel 12 brauchen. Ich glaube, das ist schon relativ hochgerechnet. Dann haben wir... Ja, da geht es ja runter. Eine halbe Stunde bis Stunde für... Ah, da. Ah, ja. Ja. Für die Seitenquest. Die wird wahrscheinlich ewig dauern, weil wir uns hier verlaufen werden. Ich kenne das doch. Also wenn man Gundams mag... Must-Have-Spiele, dicke Story mit alternativen Zweiten Weltkrieg-Ausgangsszenar. Okay. Ja, ich bin ja eigentlich gar nicht so der Mech-Freund. Also ich bin ja gar nicht so der Mech-Typ. Wobei ich halt Pacific Rim liebe. Und wenn Armored Core ein bisschen in die Richtung von Pacific Rim geht, das wäre so hervorragend. So, da drüben ist ein Aufzug, oder? Wo ist denn der Aufzug jetzt? Da. Toll, hier waren wir aber eigentlich ja schon. Jetzt fängt er wieder mit Pacific Rim. Es tut mir leid, Pacific Rim ist halt einfach einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe diesen Film. Ich finde den ungeheuer unterschätzt.
Ich kann es immer noch mal wieder sagen. Und ich weiß ganz, ihr werdet wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Für mich ist Pacific Rim so nah am perfekten Film dran. Bin aber auch auf Armored Core gespannt. Ich glaube, ganz sehr viele Souls-Spieler sind jetzt gespannt drauf. Also Armored Core habe ich halt nie wirklich Berührungspunkte damit gehabt. Vielleicht stelle ich es mir total falsch vor, aber ich bin da echt gespannt drauf. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, okay, jetzt können wir das hier aufmachen. Na komm, komm mit. Ach so. Ah, hier ist der Rick. Ah. Es war so klar, du Mistvieh. Ich hatte es irgendwie noch gedacht. Passiert da dann gleich was? Denk, werde da auch mal reingucken, wenn es gut wird. Hab da auch noch keinen Teil gespielt. Ich ja auch nicht. Also ich werde vielleicht zumindest im Stream mal reinschauen und dann gucken wir mal, ob wir es durchspielen im Stream oder ob ich es dann lieber solo spiele. Mal schauen. Engineering Log. Chief Engineer Ariel Rousseau reporting. Each maintenance is... What was I saying? I haven't slept right since they brought that marker on board. I'm a little, The only thing I remember clearly is that engine inspection. I went into the chamber, and instead of the primary engine, there was... It was a heart. A heart the size of the room, just... pumping and pumping. Then Henderson said something, and when I looked back, it was a machine again. But I can still hear that pumping in the distance. It's almost peaceful. Could that help me sleep? Oh, if I can get close enough. Yeah. Go right inside, maybe, where it's warm and dark? Ooh, yeah. That makes sense. Findest Pacific Rim unterschätzt? Du musst seltsame Leute kennen, das ist eigentlich ein meistens gelobte... Nee. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass der Film, dass die Leute sagen, nee, Pacific Rim ist doof oder so, sondern ich glaube, diesen Film kennen viele nicht. Also bei mir zumindest in dem Umfeld. Es wird sich nicht über Pacific Rim unterhalten. Und wenn ich von Pacific Rim schwärme, gucken die Leute meistens so, hä, welcher Film? Ach, der, oh ja, hat mich jetzt nicht so interessiert. Tommy's Bubble ist manchmal seltsam. Es ist keine Bubble. Das ist keine Bubble. Das ist ganz einfach. Die einzigen Leute, die ich kenne, die Pacific Rim kennen, seid ihr. Haben wir deinen Sieg noch angesehen, Sweepy? Ja, meine Schrift zusammenbringen. Okay, das muss ich mir auch noch nachholen. Chris. Sweepy hat heute Elden Ring zu Ende gespielt. Endlich. Aber du fühlst dich sicher sehr vielleicht nach dem Sieg. Ich glaube auch. Wie gesagt, du hast ein komisches Umfeld, aber die meisten Leute schwärmen halt auch nicht von Filmen, sondern gucken die. Ist halt kein Transformers, ist langweilig. Ich glaube aber, das ist tatsächlich so ein bisschen das Ding. Ich glaube, ganz viele Leute gucken eher dann sowas wie Transformers und Pacific Rim. Da ist doch irgendwo einer. Ich höre euch doch. Ich höre euch. Also diese Soundkulisse von dem Spiel. Ich höre euch. Da unten, oder? Ist nicht oben, ist unten. Okay, ich gehe jetzt erst nochmal hier rein. Weil ich will jetzt erst nochmal hier nach den Quests gucken. So. Hier habe ich... Ich muss doch... Die Nebenquest, genau. Build Master Security. Ah, okay. Und dann müssen wir das noch machen. Okay. Wo müssen wir da jetzt dazu lang?
Ja, dazu müssen wir raus. Also dieses Leiten ist nicht ganz so gut gemacht, finde ich. Nee. Ja, da unten. Da unten, ich sehe ihn. Wo müssen wir lang? Wir müssen hier runter. Es ist natürlich unschön. Ja. Hier ist noch ein Note drin. Oder? Nee. Aber das. Wieso leuchtet das? Das leuchtet, als ob hier noch Loot wäre. Sehr gemein. So, wo ist er denn? Wo ist er? Da. Hatch! So, haben wir hier noch was zum Werfen? Nee, hier glaube ich nicht drin. Da! Hallo! Danke, Jorin! Warum kriege ich von dem Wort und so meinen Ohrwurm? Super, danke, jetzt habe ich auch einen Ohrwurm. Das ist gut gemacht. Ich will denn nicht runter, wenn da ein Vieh ist. Na gut. Ach komm, dann gehen wir halt da runter, ne? Warum soll ich allein leiden? Da hast du auch wieder recht. Ah, nehme ich den Ripper? Ja, wir nehmen den Ripper. Ach, der ist ganz unten. Da kommt einer. Nee, ich will eigentlich doch... Ich will doch eigentlich da was Spitzes rausziehen. So. So, wir müssen jetzt davor. Vielleicht habe ich den Mund doch etwas vollgenommen, dass wir hier zum Ende kommen. Wieso sollte ich jetzt hier rein, Spiel? Oder habe ich das falsch gesehen? Ja, super. Okay, dann gehen wir wieder hier durch. So. Speicherpunkt, sehr schön. Okay, ich glaube ganz, wenn wir bis um 10 diese Seitenquest fertig haben und auf Aegis 7 unten sind, dann sind wir auf einem guten Weg. Müssen wir da durch, ja. So. Gut. Ach, das ist so dunkel. Es ist so dunkel. Okay, kein Nekromorph auf dem Rückweg. Auch gut. Bisher zumindest. Ja, danke.
Ja, wir müssen rein. Okay. Ich mag das ja, wenn die mich am Speicherpunkt überraschen wollen, die Kerle. Warum hatte der einen dicken Bauch? Weil der schwanger ist. Also tatsächlich, wenn man auf diesen Bauch trifft, nämlich, wenn man den irgendwie kaputt macht, dann kommen da kleine Viecher raus. Deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen. Und deswegen mag ich die nicht so. Diese kleinen Viecher sind nämlich sehr, sehr eklig. Also wenn man diesen Bauch trifft, also ich glaube ganz nicht, wenn man ihn einmal trifft, aber wenn man ihn ein paar Mal trifft, dann explodiert er halt. Und das ist nicht gesund. Jammer hat was gegen Leute mit dicken Bauch. Nein, dann hätte ich ja was gegen mich selbst. Habe ich doch richtig gehört, dass da jemand war. Nur wenn kleine Viecher rauskommen. Genau, genau. Das ist richtig erkannt. So. Wir müssen jetzt... Wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt da... Ah, zur Brücke. Sehr schön. Wir schaffen das! Wir schaffen es! Ja, ich glaube ganz, da wird heute keine Zeit mehr für Hunter nachbleiben. Ich glaube ganz, da werden wir ganz einfach, ja. Wenn wir früher fertig sind, bin ich froh. Dann machen wir einfach früher Schluss. Und ansonsten, wenn wir länger machen, dann hoffe ich, dass es nicht bis um 2, 3 Uhr geht. Gib mal Gas, sagt es der Tram. Ich kann das, ich fahre die Tram nicht. Ich drücke nur auf ein Knöpfchen hier. Ich drücke da nur aufs Knöpfchen. So, müssen wir links, rechts raus? Geht nur rechts, okay. So, hallo. Klempner. Hier ist der Klempner. Wie lange hat Elden Ring noch gedauert? Okay, wir müssen nach vorne lang. Lebst du? Okay, das war kein Necromorph. Sieht hier alles ein bisschen verstückelt aus. Hat sich hier ein Necromorph versteckt? Da hat sich ein Necromorph versteckt. Was meinst du genau? Du warst doch am Ende da. Dann weißt du, wie lange es gedauert hat. Stimmt an sich. So, jetzt müssen wir auf die Brücke. Es war nur ein kritischer Kommentar dazu, dass du Jammer drängelst. Ach so. Ich bin da ganz entspannt. Wir werden fertig, wenn wir fertig werden. Aber nachdem ich halt angekündigt habe, heute ist das Finale, ist es halt natürlich, ich habe keine Lust, bis um 3, 4 Uhr nachts hier zu zocken. Also, das machen wir ansonsten. Wenn das nicht hinhaut, ich sitze hier bis um 3, 4 Uhr nachts. Ja, wir ziehen das heute hier durch. Ja, aber ich hatte danach keine Hand geplant. Ja, also Hand war ja auch nur so ganz... Ja, also...
Wir hatten gestern Hand. Also heute Hand. Das wird, glaube ich, nichts. Nur ganz eher, ich habe extrem optimistisch gedacht. Und ich hätte Bock eigentlich. Aber mal schauen. Mal schauen. So. Master Security Override generated for Isaac Clark. All access will be logged. So. Ich befürchte, dass wir jetzt eine neue Seitenquest haben, ne? Da war doch aber ein Master-Ding, wo wir dieses Master-Ding brauchten. Wo war denn das Master-Ding? Sweepy, weißt du das? Er wollte nur, dass wir alle auftauchen, weil wir nur auf Hand hofften und dann so, ja komisch, hab ich da wohl verschätzt, der Viewzahler ein Top heute, genau. Das Sega Master System in unserem Eventline. Ah, das ist ja cool, das ist ja cool. Nein, da gab es einen Raum mit Master, wo ich den Master Access dafür brauchte. Ansonsten muss ich mal googeln. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ich habe den das letzte Mal nämlich noch gesehen. Müsste deine Karte anzeigen, waren, glaube ich, ach, mit einem Stern oder echt? Okay. Sowas wie da. Okay, wir sind jetzt hier. Das bedeutet, wenn wir auf 5 gehen, müsste da einer sein. Okay, dann gucken wir uns den mal zumindest an. Ansonsten, ich glaube, kannst dann machen. Ich habe gedacht, das wären Quests, die da jetzt noch kommen, dass wir da rein müssen. Aber dann sind das wahrscheinlich nur Lootkammern quasi. Dann machen wir die, glaube ich, nicht. Dann machen wir gerade mal die eine, die jetzt sowieso hier in der Nähe ist. So. Ich glaube, das ist der falsche, oder? Ich wollte eigentlich ein Stockwerk anwählen. Blödes Mistvieh. So, wo sind wir jetzt? Ah doch, wir sind hier richtig. Logging Security Card. So, was haben wir hier? Contact Energy und guten Abend, Kelefy. Willkommen im Samstag, willkommen im Wochenende, willkommen beim Finale von Dead Space, dem Remake. Heute gehen wir nach Aegis 7 runter. Okay, ja. Das sind dann nur... Emergency. All personnel proceed to your designated safe zone immediately. Da hat einer aber geschrien. Finale, oho. Ich glaube, das wird häufiger passieren. Es waren, glaube ich, hauptsächlich Waffen-Upgrades, die man jetzt erhalten kann, okay? Du bist aber tot, ne? Ja. Ja, ich glaube, dann brauchen wir das ja nicht unbedingt. Okay, okay, dann ist Zeit für Kapitel 12.
So, wir speichern ab. Gesundheit. Und dann geht's runter auf den Planeten. Nachdem wir das letzte Mal ja verraten worden sind. War das das letzte Mal oder war es das vorletzte Mal? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Kapitel 12, Showdown, genau. Und Gesundheit auch von Jorinde. Danke. Der Heuschnupfen plagt uns wieder stark. Okay. So. Wir haben ganz schön viel Kohle. Was haben wir hier? Pulse Driver Upgrade? Nö. Ripper Upgrade schon eher. Ah, ja. Weiß nicht. Ich kämpfe halt doch am liebsten einfach mit dem Plasma Cutter. So, du kommst mit. Davor. Okay. Müssen wir da runter? Ja. So, auf dem Weg zu Kapitel 12. Hat übrigens jemand mal das, was ich letztes Mal gesagt habe, gemacht und mal die Kapitelnamen der unterschiedlichen Dead Space Kapitel den ersten Buchstaben jeweils genommen? Da stand, wer das liest, ist doof. Nee, nicht ganz. Okay, hier haben wir noch eine Workbench. Sehr schön. Haben wir auch noch einen Speicherpunkt. So, ja, das. Wir haben noch fünf. Fünf Notes. Plasma-Cutter haben wir komplett aufgewertet. Ein Ripper. Ah, einen Ripper hätte ich halt kaufen können, ne? Ein Pulse-Rifle haben wir halt nahezu gar nichts gemacht bisher. Was ist denn das da hinten? Grenades. Ich weiß nicht, brauchen wir überhaupt noch Luft gegen N? Ich glaube nicht. Line Gun. Vielleicht macht die Line Gun noch ein bisschen Sinn. Oder wir werten doch hier den Pulse Rifle noch auf. Boah. Ist hier ein Speicherpunkt? Nö. Da unten ist aber ein Speicherpunkt. Ja, aber hier ist doch ein Speicherpunkt, ne? So, da haben wir einen Speicherpunkt, sehr schön. Gut, wir speichern mal, das ist jetzt der ja, hier genau, der ganz unten. So. Weil es gibt kein Zurück mehr. Kapitel 12, es gibt kein Zurück mehr, wenn wir das machen, weil dann fliegen wir auf den Planeten runter.
Ey, Sweepy, ich habe übrigens Peng gefunden, wenn ich es richtig gesehen habe. Ganz allein! Flight Deck Tram Control. Nee, also ich kann es ja mal... Also, wer nicht gespoilt werden will, der halte sich jetzt die Ohren zu, weil ich erzähle jetzt dieses kleine Easter Egg zu den Kapitelnamen aus Dead Space. Wenn man die ersten Buchstaben der Kapitelnamen von den Dead Space-Kapiteln zusammennimmt, steht dort, Nicole is dead. Wir haben es alle vermutet. Also ich zumindest. Also hatte ich tatsächlich beim ersten Mal die spielen. Gratuliere, aber wie gesagt, Peng ist leider überhaupt nicht versteckt im Remake. Ich war trotzdem stolz, du weißt, wie zielsicher ich an Sachen vorbeirennen kann. Ich kann das sehr gut, also ich bin da extrem gut drin im an Sachen vorbeirennen. Spoiler-Matsch, ey, ja. Ich hab gesagt, halt dir die Ohren zu. Hab dich gewarnt. So lang. Ah ja. So. Tja, und da du nicht vorbeigerannt bist, zeigt das wie... Sweepy, da hast du tatsächlich einen sehr, sehr guten Punkt. Ich glaube, das kann man als Feedback an die Entwickler rausgeben. Hier, Leute, das war jetzt aber nicht gut versteckt. Sogar der Jamapi hat das von selbst gefunden. Ich bin, aber es ist tatsächlich so, ich bin einfach drüber gestolpert. Es war tatsächlich so. Der ist noch irgendwo einer, oder? Bin auch einfach drüber gestolpert. Wo ist er denn? Ich höre den doch. Ah, das sind mehrere. Das habe ich noch durchgezogen. Ja, so viel Ripper-Munition haben wir halt nicht mehr, ne? So. Ja. Ich werde so langsam ein bisschen wehmütig, aber ich glaube, ganz mit meiner Schätzung für die Quest mit so bis 22 Uhr habe ich jetzt gar nicht so falsch gelegen. Ah, da ist ja noch so eins. Und tschüss, Ichimura, ich werde dich vermissen. Kabam! So, weg damit. Point of no return. You're about to leave the Ishimura and will not be able to return. I never doubted you, Isaac. I knew you'd come back for me. Are you ready?
together again. Nothing can stop us now. This isn't how I imagined saying goodbye to the Ishimura. Steady. I'm good. Are you afraid, Isaac? No. With you, I can handle anything. One more ride together, then. This all began in the core of the planet. Daniel said EarthGov built the marker. Some experiment they abandoned hundreds of years ago. If you're not ready, a miracle must be as terrifying as a nightmare. The planet is restless, hungry. It'll try to eat us alive. But we have the marker. We'll put things back the way they were. We will be whole again. Ja, ja, da wird der gute Isaac langsam wahnsinnig. So. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich auf EG7? Okay, es klappt nicht von den Silben. Es klappt einfach nicht. Okay, ist hier immer erstmal falsch rumgehen. Ist hier irgendwas? Oben den Marker zurückzubringen, ja. So. Aegis 7. Isaac, now's our chance. Nicole? You can upload the marker from the console. Come on. Ich guck mich erstmal ein bisschen um. Pass doch mal auf. Ich hab die Geschichte jetzt hier nicht so ganz verfolgt. Worum geht's jetzt? Wer ist jetzt Isaac hier nochmal? Warum sind wir hier jetzt auf dem Planeten? Ich hab das nicht mitbekommen. Um Elden Lord zu werden. Ah, das Nicole ist Rani. Sehe ich das richtig? So, da haben wir auf jeden Fall Credits. Haben wir da hinten noch irgendwas? Nö, da ist denn. Wieso konnte ich da was wegziehen? Ich glaube, du hast da einen Textmarker verloren. Wieso Textmarker? Ach so, wegen Marker. Ja, verstehe. Hallo. So, wir... Ah, da haben wir auch Stasis. Das ist schon mal gut. Gut, die Stelle hier im Original ist jetzt nicht fies, aber die war, ja, lang und ein bisschen entnervend im Original. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt hieraus gemacht haben im Remake. Ich werde, denke ich, auch den Rest jetzt alles in Plasma-Cutter-Munition legen. Sobald wir an den Shop kommen. So, dann laden wir doch mal den Marker raus. Tach, da ist er. The loading track leads directly to the excavation site.
It'll work. The hive mind will obey. We'll be whole again. And you and I can be together. So, wie... We need to hurry. Ja, ja, die stressen. Die ist wie du, Sweepy. Die ist wie du. Die stresst. So. Textlog. Sehr schön, noch was zu lesen. Die will auch ranspielen. PCSI Retrieval Order from Captain B. Matthias. Retrieve victims of Union Square mass suicide from Aegis 7. Bodies are to be transported to USG Ishimura Morgue with security escort. Notify Dr. G. Domus and Tikain upon arrival. Comments, Gabe, yeah, I know it's casket duty, but I think you'll like this one. I hear a buddy of yours is down on Aegis 7, and a kiddie assignment like this should leave time for a meetup. Don't scare the rookie, Alyssa. Okay. Ah, wir brauchen erst die Batterie. Wir brauchen erst die Batterie, okay. So. Hier haben wir eine Bench. Die Benchmark sozusagen. Ja, dann können wir hier nochmal... Ah ne, Plasma-Cutter haben wir ja. Dann machen wir die Rifle hier noch mehr Schaden. Warum auch nicht? So, da hinten haben wir einen Shop. So, was haben wir jetzt hier eigentlich im Inventar? Wir haben im Inventar den Krempel. Ja, wir haben nicht mehr viel Ripper-Munition. Ich glaube ganz, ich sollte Ripper-Munition kaufen. Das auf jeden Fall. Wir verkaufen den Semikonductor. Also den Halbdirigenten. Und Heilung haben wir. Linerex ist okay. Das hier machen wir mal in die Storage rein. Was haben wir im Storage? Wir können mal so ein Ding rausholen. Force Energy, nö. Wie viel... Ja, okay, da haben wir eigentlich genügend. Aber wir können... Ja, können mal so ein 100er Pack noch mitnehmen. Und ansonsten kaufen wir Ripper-Munition. Ein bisschen. Und... Wir brauchen Munition. Vertraut mir. Also wenn es so ist wie im Original. Wenn es so ist wie im Original, brauchen wir Munition. Weil, naja, ihr könnt euch vorstellen, was passiert, während wir jetzt versuchen, den Marker da an die bestimmte Stelle zu schieben. Da werden wir ein bisschen Besuch bekommen. Das ist im Original ein bisschen stressig. Oh, oh. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass ich vielleicht die Leichen hier kaputt machen sollte, bevor ich da weitergehe. Und da ist dieser sneaky Necromorph einfach in den Raum rein und hat mir ein paar Freunde gemacht. Sowas Fieses.
Aber ich glaube, jetzt haben wir alle, ne? Ja, super. Moment, ich nehme mir gerade nochmal hier so was Spitzes mit. This is Sergeant Ram Newman. T-Sec evacuation report. The shuttle's gone. Took off and then crashed right back down into the bay. Took a whole crowd with it. Must be 100 people dead. We've lost the rest of the shuttles. God help us. There's no way out. Anyone hearing this, do not land. I repeat, do not land on Aegis 7. Fuck the Ishimura. They left us to die. So. Das sah ein bisschen wie bei Moons of Madness aus, finde ich. So. Lass mich raten, das war jetzt nicht so klug, die Batterie da wegzuwerfen, ne? Ich hab halt gedacht, ich werf die mal auf den drauf. War nie so der beste Plan, glaube ich. Das ist so dieser Geschirr-Wegwerf-Reflex. Da, nimm das! So, der kommt jetzt hier rein. Bisher ist es noch wie im Original, glaube ich. Okay. Stasis, sehr schön. Wir müssen, ja, das Ding jetzt hier irgendwie durchschieben und diese Dinger hochmachen. Ah!
Ui, das waren viele. Lifting quarantine. Do you miss them, Isaac? Kelly and team. Yeah. And your parents? Your mother was a unitologist. She believed. She believed so much it killed her. Is this what she would have wanted? If she did, would that make this easier? Maybe it's a good thing I'll never know. So. Was haben wir da hinten eigentlich? Okay. So, was haben wir hier? Credits. Eine Note, okay. Nehmen wir auch. Okay, das kann man wegmachen. So, dann können wir auch darüber. Noch mehr Credits. Wir müssen einfallslos. Haben wir alles? Ich glaube ganz, wir haben alles. So. Gut. Momentan ein bisschen beängstigend still. Zurück können wir nicht mehr, glaube ich. Nee. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ah, hier kann man noch speichern. It's okay. Hit test connection. What's it say? Power failure detected. Tether generator. Gravity control. One of the ground side gravity tethers. Maybe a busted power line. I'm on it. Please hurry. So, wir machen mal kurz eine kleine Pinkelpause. Also ich mache jedenfalls mal eine kleine Pinkelpause. Ich bin gleich wieder da. Einen klitzekleinen Moment. Holt euch was zu trinken oder geht auch mal kurz austreten. Wir sind gleich wieder da.
Isaac. Eggers Hologram. Habt ihr was gehört? Also ich hab nichts gehört. Da bin ich wieder. So. Moment. Hättest du dir richtig aufsetzen? So. Gut. Ich glaube, du brauchst eine Halsband. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Necromorph, der gerade mit euch gesprochen hat, braucht eher ein Halsbonbon. Ist da drüben irgendwas? Kann ich das werfen? Wahrscheinlich nicht. So. So. Ich glaube ja, das war ein Holgomorph. Ich glaube auch. So. Ich glaube, wir sollten auch Heilung kaufen. Das bekannte Holgomorph. Oh, da kommen wir her. Ja, ja. Der Super Holgo. So, das sieht alles sehr eklig aus. Sehr schön. So soll's sein. So, da haben wir den Shop. So. Aber wir haben viele Line Rack, das brauchen wir nicht. Ja, da brauchen wir auch nicht ganz so viel. Line Rack. Boah, nehmen wir das mal weg. Kaufen wir noch eins. So. Ja, wobei, na komm. Das machen wir hier rein. Passt schon. Wir haben noch so ein Stasis-Ding. Okay, gut. Okay. So, also speichern und dann geht's weiter. Hui. Was haben wir? Loot. Noch mehr Loot. Ja. Now entering tether control. Cross contamination field engaged. Okay. Kann ich mich jetzt nie so dran erinnern? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, das ist neu, glaube ich. Warning. Main power interrupted. Tether generators are offline. Puh.
Ein großer Raum, wie wundervoll. Wie wunderschön. Ja, das ist doch aber neu hier, oder? Sweepy, das ist nicht im Original. Okay, wir brauchen 3 Stück. Ja, das ist neu. Ja, okay. Ich hatte es vermutet. Na komm, noch gleich welche, ne? Ich kenne das doch. Power restored to East Generator. Okay. Ah, wir brauchen 4. Okay, da fehlt dann noch einer. Power restored to central generator. Okay, ich befürchte, wir müssen hier jetzt die Energie rausnehmen und dann kommen wir nicht mehr da hoch, ne? Okay. Nein! Lieutenant Isaac, power is flowing again. Come back to the marker quickly. The excavation site's just up ahead. Make us whole. Ah, super. Wie wundervoll, fliegen nochmal zum Abschluss. Ich hab's ja überhaupt nicht vermisst. Jetzt lang. Okay, da sind wir einigermaßen durchgekommen. Ich weiß nur nicht, hier haben wir wahrscheinlich irgendwas übersehen. Ganz bestimmt, oder? Aber die Flugsequenzen im Dead Space Remake sind jetzt nicht so meine Favoriten. Das müssen wir also nicht in die Länge ziehen. Ein Brute, wie schön. Kommt der hier rein?
Okay. Shop. Gut, was brauchen wir? Wir haben Plasma-Cutter-Munition, haben wir noch. Ripper-Munition bräuchte noch eher. Ja. Machen wir. So. Aufladen. Können wir da eigentlich speichern? Ah, hier liegt noch Munition. Sehr schön, von der Line Gun. Nee, ich glaube, da war kein... Okay, dann müssen wir halt vor. So, halten wir uns mal hier den Rückzugsweg offen. So. Haben die nichts Spitzes, okay. Okay, ist ja sonst nichts mehr. Spannend. Ah, da ist ein Speicherpunkt, sehr schön. Das sieht sehr infestiert aus. Das hier muss ich wahrscheinlich zerstören, ne? Okay. Jetzt kommen wir da hoch anscheinend. Guten Tag. Wo ist da einer? Ich habe da doch eben gerade jemanden gehört. Okay, da unten brennt's. Da hinten dran irgendwie. So, ein bisschen Zahnarzt gespielt.
Ah, da oben. Haben wir hier irgendwas? Nee, da kamen die nur her. Ist da auch mal Schluss und still. Kommt doch niemand von hinten, ja, gut. Okay, der ist tot. Machen wir richtig tot. Bevor da wieder so ein... Ah, da. Verstehe. Habe ich alle? Ne, da ist noch eins. Habe ich alle? Ich glaube, ich habe alle. Die sind so eklig, diese Typen. Die zerfallen nämlich in mehrere kleine Viecher. Ah, ist das eklig. Diese Dinger da. So. Okay. Und da können wir dann runter, aber erstmal holen wir uns den Loot hier. So. So, Marker bitte einmal vor. Alle Markers bitte einmal vorgehen. Ich muss mal gerade meinen Stuhl ein bisschen anders. Ah, so. Sind wir bald da? Ein bisschen dahinter. Loot! Loot! Noch mehr Loot! So, speichern, auch gut. Puh, Gott. 10:30. Schaffen wir das heute noch? Ah ja, ja, ja. Okay.
Müssen wir da irgendwo wegschießen, Krempel? Oder müssen wir einfach darüber? Ja, okay. Au. Habe ich ja gut gemacht. Okay, da unten haben wir noch einen. Ah, da hinten kommt einer. Da kommen sogar mehrere. Gefallen, das Drecksvieh. Sehr schön. Aber das ist mein Loot. Du hast mein Loot mitgenommen. Mistvieh. Da, so sind sie, die Necromorphs. So fies. Oh, das Ende naht. Ja, ja, weil ich sauer bin, weil das Vieh hat einfach meinen Loot mitgenommen. Wie oft wird Jamapi sterben? Sehr oft wahrscheinlich. Du kennst mich doch. Textlog, super. Was Schönes zum Lesen. Patientlog, Dr. G. Abernathy. Automated Transcript, Dr. Abernathy. I've quarantined the former Dr. Clifton and Hogan. We are barricaded in. I intend to keep a complete lock, no matter what happens out there. Different vectors of infection seem to be... Someone needs to keep a record. If the marker signal can change a body from a distance, we need to know. Update. The chest of Dr. Clifton's corpse has started to expand like it's taking a deep breath. Something appears to be happening under the surface of the skin. The body is convulsing. There's a yellowish, briny liquid is bursting from the mouth. He's choking, but he's... Oh God! I hope it's gas release. Okay. Now there's the esophagus is bulging and the jaw is collapsing. The head, his head is splitting apart. It's reforming, almost like a proboscis with feelers. The chest is splitting along the center now. The chest is splitting and it's stretching. Expanding outwards as the internal organs, muscle and bone are bent inwards. Can I get a scanner, please? No, the scanner. Thank you. So the internal organs have reorganized themselves. It's the structure isn't... There seems to be a central organ now, resembling a massive bladder. The bladder is filling with liquid, some of which can be seen spitting from his... the creature's proboscis. So the two must be connected.
The lugs are quivering violently. The flesh is peeling away and merging with the flesh from the chest. Fuck! Sorry, shit! The leg just bent backwards and okay. Now the other one's just snapped back at the knee as well. It's starting to sit up. It seems fully reanimated. Can we... Hello? Yeah, P-Sec? Anyone who's free to euthanize? God, do I have to think of The spatter on the glass is making observation difficult. I missed that Dr. Hogan is also transforming, but it's not the... His legs are elongating, somehow flaying themselves, and they are twisting with mixture of his own internal organs into a single appendage. It's like some sort of tail. His face is contorting, his jaw is clenching and unclenching. It's just crunching on itself and shit. Several jaw-like appendages are emerging from his mouth, but it can't accommodate the... Oh, shit. His head is splitting open to, like, Clifton's. I can't... Whoa. Oh. He's circling the room. It's not like Clifton. It's like he's hunting. Does he see me? No, the vents. He's going for the vents. P-Sec. Is anyone left? Sounds of impacts, screaming, and an organic crunching noise. Hallöchen, Chat. Wie ist das Wertebefinden? Hallo, Mika. Willkommen im Samstag. Willkommen im Wochenende. Willkommen beim Finale von Dead Space Remake. Das Wertebefinden ist gut. Wir schließen heute Dead Space das Remake ab, wie du gerade merkst. Du bist gerade bei einer etwas längeren Vorlesesequenz gekommen. Und ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du wieder reinschaust. Wir sind kurz vor dem Ende. Und Mr. Sweepy ist gespannt, wie häufig ich sterben werde. So. Ich bin auch gespannt. Wir spielen auf schwerer Schwierigkeit durch. Könnte spannend werden. Viermal, sag ich mal. Ich glaube häufiger. Bleib doch mal stehen! Drecksvieh. So sind sie, die Viecher. Okay, wir müssen dahinter. Also ich glaube, ich sterbe häufiger als viermal, weil es ist halt die schwere Schwierigkeitsstufe. Und die ist halt schon ziemlich hart. Also ich muss sagen, ich finde, das Remake ist schwerer als das Original. Schon allein, weil die Stagger-Mechanik nicht wie im Original ist, leider. Gut, okay, wir müssen den Marker weiterschieben. Bringt also nichts. So. Wir müssen darüber. Dann nehmen wir gerade nochmal was Spitzes auf. So. Fand das Remake letztlich deutlich einfacher. Ja, ich weiß, da haben wir ja unterschiedliche Wahrnehmung gehabt. Ja, dann habe ich direkt zuvor noch einmal das Original gespielt. Wer weiß, wie es dir heute gehen würde. Ja, und man muss halt auch sagen, ich habe halt tatsächlich direkt auf Hard gespielt und ich bereue es tatsächlich. Ich hätte es nicht machen sollen. Weil ich glaube, ganz ist halt was anderes, wenn ich es vorher auf Leicht durchgespielt hätte oder vielleicht tatsächlich das Original nochmal vorher gespielt hätte. Ich finde schon, dass man das wahrscheinlich was ausgemacht hätte. Ich musste halt hier reinkommen. Ich meine, ich merke es halt jetzt tatsächlich
Der Kampf geht einfacher mittlerweile, deutlich, weil ich mich drauf eingestellt habe. Ich bin ein bisschen mobiler geworden, ich habe mich auf die Waffen eingestellt. Wenn ich es auf einfach mal durchgespielt hätte, Freunde, dann hätte ich wahrscheinlich gewusst, was die einzelnen Waffen machen, wie der Rückstoß ist und diese ganzen Sachen. Das hat mir natürlich jetzt gefehlt. Und ich glaube, ich werde diesen Fehler auch nicht mehr machen. Weil das war nicht klug von mir. Muss ich schon sagen. Aber ist mein eigener Fehler. Von daher, das werfe ich dem Spiel nicht vor. So. Also ich glaube, ich muss jetzt dahinter. Nee, doch nicht. Ah, okay, das ist offen, ja. Ja, da müssen wir hin. Hier looten wir erst nochmal. So viel Zeit muss sein. Seht ihr den Gesichtsausdruck von der Nicole da rechts? Das sieht ein bisschen creepy aus. Not much, is it? Just how to make it listen when he begged for convergence. But I had a different prayer. It spoke. But then it listened. Make this stop, I said. Maybe it understood, but... Ist tatsächlich so, ne? I can't return what was taken. Why can't I see you again, Isaac? I loved you. I always loved you.
Dum dum dum. Sie ist eigentlich tot. Now it'll be in safe hands. The marker won't turn anyone else into its puppet. Give me the loader remote. No. It's over. We're whole again. For Christ's sake, I'm not going to ask again, Cross. No! Enough people have died! Then just do it. I've got nothing left to lose. Cross! It's better this way, I think. You'll never recover from what the marker's done to you. And when the tectonic load drops, all this will be buried. Just like EarthGov wanted. Warning. Seismic activity increasing. Evacuate to safe locations. Diese Änderung finde ich irgendwie nicht ganz gelungen. Keine Ahnung, finde, es wirft ein paar Fragen auf, warum die Leute nicht mehr auf Nicole ansprechen, wenn er anscheinend Cross ständig für sie hält. Ja, der Gedanke kam mir nämlich dann tatsächlich auch. Also im ersten Moment dachte ich so, oh, interessante Änderung, eigentlich ganz clever. Aber dann hatte ich nämlich auch den ähnlichen Gedanken wie du. Wobei man natürlich auch sagen kann, naja, der Marker spielt wahrscheinlich mit allen Gedanken. Also auch von denen, die drumherum... Hallo? Ich unterhalte mich hier gerade. Manipuliert wahrscheinlich alle Gedanken. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, es ist schon knifflig, aber ich glaube ganz tatsächlich, dass, also ich glaube, wenn ich genau drüber nachdenke, stimme ich dir zu, dass die Änderung, glaube ich, nicht ganz gelungen ist, weil das war im Original, glaube ich, extrem clever gemacht, weil die ganzen Sequenzen mit ihm und Nicole waren immer, wenn er allein war, glaube ich, dadurch, dass sie ihm natürlich jetzt mehr Aktion gegeben hat, mehr Interaktion auch, ist es dann ein bisschen schwieriger, aber da war das Original tatsächlich an der Stelle cleverer. Also sehe ich auch, also ich sehe deinen Punkt und ich glaube, ich stimme ihm zu. Ich denke, man kann es irgendwie argumentieren, es passt irgendwie, aber du hast recht, ich glaube, es ist nicht zu Ende gedacht. Ich glaube ganz, man kann es zu Ende denken und dann funktioniert es, aber ich glaube, da hätten sie sich ein paar mehr Gedanken machen müssen drum. Das war nicht ganz zu Ende gedacht, glaube ich tatsächlich. Haben wir hier nicht irgendwo noch was zum Werfen? Ja, da haben wir auf jeden Fall Loot. So. Ein bisschen Loot tut immer gut. Okay, hier okay, können wir rausgucken. Sehr schön. Ja genau, es gab halt ein paar Fragen, wie er gewisse Dinge lösen konnte, wie der Raum, in dem Nicole die Tür für ihn öffnet. Wahrscheinlich wollte man diese Dinge klären, aber eigentlich fand ich das durchaus nett, dass man dahingehend nicht genau wusste, was er da eigentlich sieht und sich... Genau, genau, weil es ist, und das finde ich, war der Charme durchaus der alten 1 bis 3 Teile, also auch bei 3. Bei 3 gehen sie ja im DLC besonders stark auf diesen ganzen Wahnsinnsaspekt ein. Das fand ich richtig cool eigentlich. Wo du wirklich überlegst, ob nicht Isaac derjenige ist, der infiziert ist und im Prinzip die ganze Welt mit dem Marker infiziert. Dass er eigentlich das in sich trägt und die Welt damit infiziert. Das war so meine persönliche Interpretation der ganzen Sache immer. Dass er den Wahnsinn verbreitet, dadurch, wo er hingeht. Und das fand ich immer, der Zweier, der Anfang vom Zweier spielt ja auch genau damit. Weil ich finde, der Zweier, ich habe nach dem Anfang vom Zweier gedacht... Ist Isaac eventuell einfach nur wahnsinnig und
rennt mordend über eine Raumstation und schlachtet die ganze Zeit Unschuldige ab. Weil ich finde, das ist das, warum der Zweier auch so intelligent war. Der Zweier hat das relativ offen gelassen, ob das nicht tatsächlich so ist. Und der hat auch wieder damit gespielt, weil du ja sehr lange Zeit nicht wusstest, was der genau ist. Und sie geben ihm ja auch diesen anderen NPC dann an die Hand, der ja tatsächlich wahnsinnig geworden ist. Der ja mit ihm zusammen irgendwie den Marker rekonstruiert hat, glaube ich ganz. Oder irgendwie so. Ist ja Wahnsinn, ja. Aber das ist halt, warum Dead Space so unfassbar gut ist. Also auch das Remake, das, also nicht falsch verstehen, das Remake ist auch richtig gut, es ändert ja nicht so viel. Das Remake spielt mit anderen Wahnsinnsideen, finde ich auch ganz cool. Ich finde, das Original bleibt dann noch ein bisschen schwammiger und dadurch ist das Original meiner Ansicht nach stärker. Die Atmosphäre und Grafik und so vom Remake sind extrem gut. Aber ich finde, was Story betrifft, ja, die Story haben sie auch teilweise ganz gut weitergeführt, ein paar neue spannende Sachen reingepackt. Aber die ganze Wahnsinnssache fand ich im Original unschlagbar bisher. So, wir nähern uns dem Ende. Gut. Letzter Loot, glaube ich. Haben wir hier noch Viecher? Wir haben auf jeden Fall Shop. Ne, wir müssen raus. Okay. Dann haben wir hier nochmal Speichern. Dann Bench benutzen. Ich hole mir, glaube ich, ganz einfach Munition für den Rest meines Geldes. Oder Leben. Leben wäre wahrscheinlich auch gut. So. Pulse Rifle. Ja, machen wir doch hier einfach noch voll. Ja. So. Finale. Oh, Finale. Oh. Ja, und wir gehen jetzt einfach auf das Shuttle und da passiert jetzt auch nichts Besonderes mehr, ne? Also, das wisst ihr hoffentlich. Also, da passiert jetzt tatsächlich nichts Besonderes mehr. Das ist gleich vorbei. So, ja, ich glaube. Also, sofern es wie im Original ist, vielleicht verschätze ich mich jetzt auch total. Wer weiß. Ist da eigentlich noch was drin? Ja, Stasis können wir noch aufladen. Sehr schön. Sehr gut. Stasis. Och, und dann haben wir das auch. So. Okay, erstmal ein bisschen beruhigen. Weil ich habe diesen Bosskampf als nicht so angenehm in Erinnerung. Der hat ein paar knifflige Sachen und ich bin mal gespannt, ob es derselbe Bosskampf ist oder ob sie es ein bisschen anders machen. Da war irgendwas mit einem Fangarm, der einen immer wieder treffen kann und der ziemlich eklig ist, wenn ich mich richtig erinnere. Prost! Prost! Alex! Hallo und herzlich willkommen im Samstag, willkommen im Wochenende, willkommen beim Finale von Dead Space Remake. Du kommst pünktlicher. Sorry, Ju. Dann hallo, Ju. Ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Du kommst pünktlich zum Finale. Wieso Bosskampf? Es ist doch jetzt. Genau, da passiert jetzt nichts mehr. Da kommt jetzt auch nicht hier noch ein Bosskampf. Also, ihr müsst jetzt auch nicht gleich erschrecken, wenn da jetzt was passiert. Wir gehen. Da drüben ist das Shuttle. Also, da ist das Shuttle, wo wir hinwollen. Und dann fliegen wir weg und dann ist alles gut und dann kommen die Endcredits. Da passiert nichts mehr. Das ist jetzt vorbei. Das Spiel ist eigentlich gelaufen und es passiert nichts mehr. Daniels! Last
last warning, Isaac. I mean it. Daniels! Oh! Überraschung! Glück haben sie den fantastischen Bosskampf nicht verändert. Sehr schön, das freut mich. Weil er war schon cool, aber er war nicht ohne, finde ich. Ich treffe nix. Ich finde den super leicht und doof, wie im Original. Echt? Aber da war doch irgendein Kniff noch. Da war doch irgendein Kniff dabei. Ich fand den... Geh weg! Lass das Zeug da doch weg.
Ah! Mach das Zeug doch weg! Lass das! Mach das Zeug weg! Keine Säure! Oh. Ja, ich glaube, hier sterbe ich. War's das? Okay. GG, danke. Ich hab den schlimmer in Erinnerung. Und eben gerade zum Schluss hatte ich echt Angst, dass ich das nicht überlebe. Okay. So, was habt ihr denn Schönes geschrieben? Oh Gott. Da war überhaupt kein Kniff dabei. Nur minutenlang das Kleid. Echt? Ich dachte, du müsstest irgendwas zurückwerfen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, deswegen wollte ich zwischendurch diese Sporen zurückwerfen, weil ich gedacht habe, aber das habe ich wahrscheinlich verwechselt mit dem Leviathan-Kampf. Ich mag diese, du bist auf einer Plattform, da ist ein riesengroßer Boss und du kommst nicht wirklich dran, kämpfe nicht so. Ja, es kommt drauf an, es gibt sowas ganz nett, manchmal inszeniert. Bin ich bei dir. Das ist irgendwie der typische langweilige Action-Boss-Endboss. Das Finale in Dead Space 2 war da. Ja, aber das mochte ich jetzt auch nicht unbedingt. Also für mich war das Finale von Dead Space der Weg zu dieser Nadelmaschine, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und immer derselbe Aufbau, ja. Und es ist aber zu lang. Also vor allen Dingen dreimal die Sachen treffen, okay, aber das waren ja 6 von diesen Viechern da drin. Von diesen Bällen da. Schön mit den gelben Schwachpunkten. Er schießt was nach dir, manchmal hast du irgendwo Deckung, er hat die Arme, die nach dir schlagen und du hast Schwachpunkte, um drauf zu schießen, zwischendrin Mob. Ja, ja. Erinnert mich an meine unliebsten Kämpfe bei Mass Effect, diese Plattform-Ding. Ja, ja, ja. Seine Schwachstelle sind also die... Ja, der Geisterfuchs mal wieder. Zum Glück zeigt er dir die damit, du drauf schießen kannst. Ja, er muss halt ein bisschen angeben, ne? Muss ein bisschen angeben. Jamapi trinkt auf die Klöten, nee. So. Ende.
Isaac, it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. So, Ende. Schön, dass wir heute beide unsere Projekte beendet haben. Das stimmt, das dachte ich mir nämlich auch, dass es ja eigentlich super ist. Ja, Leute, Dead Space Remake, das Ende. Das Ende haben sie tatsächlich nicht geändert ansonsten. Aber ich habe echt gedacht, dass der Bosskampf zum Schluss ein bisschen raffinierter wäre. Da hätten sie was machen können, weil ich hatte in Erinnerung gehabt. Und das wäre tatsächlich, das wäre ja passend gewesen, dass du irgendwie was aufheben musst und diesem Hive-Mind ins Gesicht werfen musst. Das wäre halt noch ein bisschen cool gewesen. Es hätte noch so ein bisschen die Eigenheiten vom Spiel benutzt. Also wie ja zwischendrin auch, der Leviathan-Kampf, der ist ja genauso. Du musst dir Sachen reinwerfen in ihn. Und das hätten sie da zum Schluss für den End Boss, hätten sie das machen können. Yay. Auch unschön, den Schocker sieht man hier viel mehr kommen, weil sie Isaac nicht sofort ins Gesicht springt. Mensch, habe ich mich damals im Original erschreckt. Ja, das stimmt. Das Original ist da sehr viel überraschender, finde ich. Ja, 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 ja. Keine halbstündige Endsequenz. Nein, nein, das war's. Das war's. Also, abschließendes Urteil. Mein persönliches abschließendes Urteil zu Dead Space Remake. Ich mochte es sehr. Ich war ja, Sweepy wird es wissen, ich war extrem, extrem skeptisch. Ich bin davon ausgegangen, dass mir Callisto-Protokoll mehr gefallen wird als Dead Space Remake und ich befürchte, es wird genau umgedreht sein, nach dem, was ich bisher gehört habe. Ich habe gedacht, das Dead Space Remake wird mich langweilen und ich werde die Open World, also die Open World Ishimura, doof finden. Sie war okay, ich hätte sie nicht gebraucht, weil ich finde, zu viele Sachen haben mittlerweile Open World. Ich mochte die Stimmung extrem gerne. Es sieht fantastisch aus. Die Soundkulisse ist hervorragend, die haben sie ganz, ganz hervorragend rübergebracht und meiner Ansicht nach sogar noch ein bisschen verbessert. Optisch die Sache mit den Lichtern, mit Licht-Dunkel-Spielen, macht das Remake besser, meiner Ansicht nach. Ich mochte nicht das Fliegen. Also da bin ich ganz ehrlich, aber das habt ihr auch schon mitbekommen, habe ich auch schon gesagt, das Fliegen mochte ich so richtig gar nicht. Vor allen Dingen verstehe ich es nicht, dass das Fliegen so unschön umgesetzt haben, weil sie haben ein funktionierendes Fliegensystem im zweiten gehabt und im dritten auch. Funktioniert viel besser. Ich habe den Hoch-Runter-Button vermisst. Ich finde, das Fliegen ist total clunky. Es fühlt sich nicht schön an, es macht keinen Spaß und dafür haben sie zu viele Fliegensequenzen für mich, aber das ist natürlich persönlicher Geschmack. Das Kampfsystem, ich finde es schade, dass das Staggern für den Plasma-Cutter weggenommen haben. Bei den Necromorphs, weil normalerweise, wenn du mit dem Plasma-Cutter die Necromorphs getroffen hast, dann sind die kurz gestunt gewesen und damit konntest du ein bisschen Crowd-Control machen und das war sehr, sehr cool, weil dadurch hat sich der Plasma-Cutter so richtig mit Impact angefühlt, das hat sich richtig gut angefühlt, weil du hattest das Gefühl, du machst einen Unterschied, wenn du triffst, also wirklich treffen und die Leute zum Stun bringen, also die Necromorphs, ist wichtig gewesen. Und das hast du hier nicht. Das hast du hier mit ein paar Waffen. Du kannst mit dem Ripper das einigermaßen machen. Und das habe ich später rausgefunden. Der Ripper funktioniert da extrem gut. Du musst sehr viel mehr rumlaufen. Du musst sehr viel mehr die Stasis benutzen. Du musst sehr viel mehr Sachen rumwerfen. Das ist okay. Es ist halt ein bisschen anders. Und ich muss zugeben, da hat mir das Originalkampfsystem besser gefallen. Also das sind meine zwei großen Kritikpunkte am Remake. Das Flugsystem und das Kampfsystem. Das Flugsystem sehr viel mehr. Also das Flugsystem finde ich richtig Banane. Also das hat mir tatsächlich keinen Spaß gemacht. Mit dem Kampfsystem kann ich leben. Das Kampfsystem ist ein Kritikpunkt von mir, aber es ist okay und macht trotzdem Spaß. Also deswegen, damit kann ich nicht, kann ich leben. Und der Rest ist entweder besser geworden oder gleich geblieben.
finde ich. Deswegen ist das ein ganz hervorragendes Remake, finde ich. Sehr, sehr gut umgesetzt. Sie haben die Essenz des Spiels nicht verändert. Sie haben den Geist des Spiels getroffen. Sie haben ein paar merkwürdige Änderungen gemacht. Sie haben ein paar sehr coole Änderungen gemacht. Sie haben ein paar schöne Öffnungen gemacht in der Story. Für den Hintergrund von Isaac und Nicole und seinen Eltern. Das hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Sie haben einen schönen Hintergrund zum Hunter gemacht. Das hat mir alles wunderbar gefallen. Da haben sie tatsächlich das Original verbessert. Und ihr wisst, das Original ist eines meiner Lieblingsspiele. Was das dann heißt. Also, ich glaube ganz, ich werde... Also, mir persönlich gefällt das Original besser. Tatsächlich, das Original ist für mich unübertroffen. Mir hat das Remake nicht so gut gefallen wie das Original. Liegt aber auch daran, dass das Original halt das erste Dead Space für mich war, natürlich. Da kann das Remake nicht mithalten. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich mit dem Remake angefangen hätte. Vielleicht wäre dann das Remake mein Lieblingsding gewesen. Das ist aber so eine sehr subjektive Sache, da kann ich den Finger nicht drauflegen. Sind auf jeden Fall sehr dicht dran. Also wenn ich sage, das Original gefällt mir besser und mag ich lieber, dann ist das Original hier. Und das Remake ist hier. Und ein Spiel 10 von 10 ist hier. Also das ist sehr, sehr dicht alles. Also ja. Ich will endlich Callisto bei dir sehen. Ich weiß nicht, ob ich das im Stream spielen will, Sweepy. Ich weiß nicht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das offline spiele. Okay, sie haben mittlerweile einiges verändert, sodass es nun nicht mehr an meine Spielerfahrung herankommt. Möglicherweise ist es mittlerweile schon einiges besser. Dafür ich. Okay, ja, der hoch runter. Ja. Ich glaube ganz, also sagen Sie so, wenn der Hoch-Runter-Button drin gewesen wäre, weil das ist das nämlich, was es meiner Ansicht nach unterschieden hat von dem Fliegensystem aus Dead Space 2 und Dead Space 3. Ich glaube ganz, dann hätte ich es okay gefunden, dann hätte es mir sogar Spaß gemacht. Aber Hoch-Runter-Button meiner Ansicht nach unverzeihlich, den nicht einzubauen. Also nicht in einem 3D, in einer 3D-Umgebung mit Fliegen, nee. Also akzeptiere ich nicht, dass da kein Hoch-Runter-Button ist. Deswegen, das ist für mich ein wirklich massiver Kritikpunkt, den ich nicht akzeptiere, der das Spiel nicht schlecht macht. Er macht das Spiel nicht schlecht, keine Sorge. Vor allen Dingen, weil man kommt schon durch die Flugsequenzen irgendwie durch. Bei mir hatten sie sich tatsächlich die Waage, insbesondere weil ich das Original gerade vorher noch einmal gespielt habe, da gab es dann doch ein paar Dinge, die ich nicht mehr so mochte. Okay, ja, das Original hat ein paar schwache Stellen zwischendurch. Also gerade auch der Schluss zieht sich ein bisschen mit diesem über die Plattformen bringen. Der hat da ein paar sehr, sehr repetitive Momente. Aber dadurch, dass das Kampfsystem mir im Original mehr Spaß macht, finde ich die nicht so wild. Aber man muss halt auch sagen, du hast das Original häufiger gespielt als ich. Von daher, ich habe das Original zweimal gespielt. Das müssen wir halt auch da festhalten. Ich habe das Original das erste Mal, wann wird denn es gewesen sein? 2010, 2011 habe ich das Original, glaube ich, gespielt. Und dann vor 4, 5 Jahren im Stream. Das ist jetzt nicht häufig. Du hast es, glaube ich, ein paar Mal häufiger gespielt. Von daher, ja. So, das ist mein persönliches Feedback oder Resümee zum Dead Space Remake. Ein ganz, ganz fantastisches Remake. Mir hat auch gefallen, dass sie Isaac mehr haben reden lassen. Es war tatsächlich besser, als ich dachte. Ein bisschen, was natürlich gefehlt hat, ist im Original. Dadurch, im Original siehst du Isaac nie ohne Helm. Er läuft immer nur mit Helm rum und ist stumm. Und ich finde, die Schlusssequenz ist besser dadurch, weil, wenn er den Helm abnimmt, das ist etwas Besonderes. Die Emotionen, die er zeigt, wenn er die letzte Übertragung zu Nicole sieht und dann löscht, das ist das erste Mal, dass du so richtig Emotionen von Isaac in diesem Spiel mitbekommst. Und das gibt diesem Ende so einen richtigen Punch, vor allen Dingen mit diesem Jumpscare nochmal zum Schluss. Deswegen... Den Schluss haben sie nicht hinbekommen, leider. Haben sie leider nicht hinbekommen, auch mit dieser Änderung mit der Nicole-Sache. Wobei ich sie okay finde. Es ist okay. Und der Schluss ist okay, aber das Originalende, nee, haben sie nicht geschafft. Ich will weibliche Hauptcharaktere im nächsten Dead Space. Ja.
hätte ich nichts dagegen. Das Ding ist, es gibt im Dead Space 2, es gibt einen weiblichen NPC, der eine etwas größere Rolle spielt in Dead Space 2, wo sich auch so ein bisschen eine Romanze zwischen ihr und Isaac andeutet, aber das finde ich gut. Sie deutet sich nur an. Also man kann sich denken, okay, da könnte was sein zwischen den beiden. Vor allen Dingen, weil diese Situation auf der Raumstation schweißt die halt zusammen. Da ist es ganz klar, dass da eine Bindung entsteht. Ich glaube, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sie die spielbar machen würden, wenn sie da... Ah, wobei Koop in Dead Space, das war ja auch der große Kritikpunkt im Dreier. Ach, das wäre schon cool. Aber Ellie, Ellie heißt sie, ne? Ja, ja. Ellie war super. Ja, ich mochte Ellie total gerne. Also Ellie war... Ich mochte es total gerne. Und der Schluss vom Dead Space 2... Es ist... Ich finde den Schluss in Dead Space 2 hervorragend. Der ist so... spannend und vor allen Dingen dann läuft der Schluss und du denkst, es ist vorbei, aber dann musst du selbst noch diese 10 Meter zum Shuttle hinfliegen, um dich zu retten, sonst stirbst du. Es ist großartig. Also Dead Space 2 auch ganz, ganz hervorragend und ich persönlich mochte ja auch Dead Space 3, obwohl das viele ja nicht mochten. Und Dead Space 3 mit dem DLC, der DLC hört an einem so großartigen Punkt auf. Ich liebe es. Ich hätte so gerne Dead Space 4 gesehen. Ich hätte gerne gewusst, wo sie hingehen mit der Story. Weil, wie gesagt, meine Theorie ist immer noch, Isaac trägt den Wahnsinn in das Universum. Eigentlich ist Isaac derjenige, der das ganze Universum mit dieser Seuche infiziert, weil er selbst wahnsinnig ist. Das ist so meine persönliche Interpretation, wie ich Dead Space 1 bis 3 gelesen habe, aber ja. Ach ja. Ja, das war Dead Space Remake. 11:15. Machen wir mal gerade ein Fast Forward. Aber ich glaube, wir müssen das jetzt nicht alles sehen. Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen. Fast forward, ja. Ja. Dann sprich mal ein schnelles Forward. Ja, 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 ja. Ah, bis 16 geht's. Ja, da haben ein paar Leute mitgemacht bei dem Spiel. Wie sieht's aus? Also ich bin gerade am Überlegen. Ich hatte ursprünglich überlegt, dass wir einfach früher aufhören. Oder Sweepy, Geisterfuchs, wärt ihr nochmal bei einer oder zwei Handrunden dabei? Dann können wir nochmal ein, zwei Handrunden machen. Yay, 50.000 Credits, 10 Power Notes, Text Logs awarded und den Level 6. Ich weiß, wie ich es ausgesprochen habe, ihr müsst mir nicht sagen. Ich weiß es auch. Ich werde das auch nicht vertuschen. Das funktioniert nicht. Eins bis zwei Runden kann man schon machen. Gut, dann machen wir das doch. Dann bereitet euch schon mal drauf vor. Hier haben wir New Game Plus. Okay, okay. Wenn ich jetzt Continue machen würde, was würde denn dann passieren? So, dann gehen wir mal Exit Game.